Moin moin liebe Sportfreunde und willkommen zur nächsten Folge FIFA 18 The Journey. Endlich geht's mal wieder weiter. Ich habe jetzt schon eine längere Zeit kein The Journey mehr gezockt oder allgemein eigentlich nicht mehr viel gezockt wegen Zeitmangel. Aber jetzt ist es endlich mal wieder soweit. So, was haben wir denn hier? Das Playoff-Spiel zwischen Sporting und LA Galaxy, bla bla bla. Konferenzfinale. Noch drei Spiele. Okay. Hat richtig Spaß gemacht, bla bla bla. Okay. Halt. So, jetzt. Dann erstmal kurz gucken, was waren. Genau, an jedem Training teilnehmen, ohne Simulation. 5 Tore machen, habe ich. Und den Cup gewinnen, gut, das wird ja eh erst am Kapitelende. So, und als nächstes ist auch LA Galaxy gegen Whitecaps FC. Keine Ahnung, wer das ist. Mal gucken. Ja, erstmal ist Trainingstag. Hier, direkte Abnahmen und Abschluss unter Druck. Heute müssen wir besser werden. Los jetzt! Heute trainieren wir die Schüsse, Muchachos. Ich will Härte und Präzision sehen. Los! Na, dann schauen wir mal. Erziele möglichst viele Tore. Für Direktabnahmen und getroffene Ziele gibt es Extrapunkte. Direktabnahmen haben eine höhere Fehlerquote. Ach nee. Wohl. Yes, baby. Das lübt. Schießen. Oh, machen wir mal genau da oben rein mit Efe. Ja, sauber. Excellent. Ich bin begeistert. So, und was ist jetzt hier? Dingensabnahme, Abschluss unter Druck. Der Torwart kommt dir entgegen, weil die Ruhe erzähle möglichst viele Tore. Ein Lupfer über den Torwart, bla bla bla. Okay. Zack. Wohl. Schön rein ins lange Eck. Ja doch, lange Eck war das eben. So. Na komm, versuchen wir nochmal. Jo. Und einer noch. Guck mal, der Lupfer geht natürlich wieder in die Hose. Schön weggeflext. Einmal ein B. Na komm, das lassen wir. Das reicht mir. Volleys, Kopfballpräzision sind hochgegangen. Das freut mich. Danke für euren Einsatz. Jetzt geht heim und gönnt euch ein wenig Ruhe. Startelf ist auch nach wie vor. Södele, dann, was haben wir denn hier wieder Tolles? Bei dem Twitter-Ersatz. Wenn Mr. Alexander L.A. ins Finale führen kann, sollten wir ihm sämtliche Oscars geben. Nämlich, mein Lieblingsspieler Mr. Alexander muss im Western Conference Finale ran. Wenn die L.A. Galaxy dieses Ding gewinnen, sind sie die Besten im Westen. Na. Ja. Gut. Dann weiter. Und jetzt ist gegen Vancouver. Ah, okay. Hier sind
Die Besten im Westen. Zwei Spiele, dann wissen wir, wer im Finale steht. Einige von euch meinen vielleicht, das hier wäre auch schon viel wert. Ein netter Erfolg. Schließlich sah es vor ein paar Monaten so aus, als würden wir die Playoffs verpassen. Aber so dürft ihr heute nicht denken. Wer so denkt, verrät heute das gesamte Team. Lässt die Grundwerte der Galaxy im Stich. Wir müssen immer, als Einzelne und als Team, alles geben. Hört auf die Fans da draußen. Sie wollen euer Bestes sehen. Und unsere Pflicht ist es, ihnen das zu geben. Spielt mit Intensität, mit Stolz. Kämpft füreinander. Und bringt diesen Club dahin, wo er hingehört. Si se puede. So, ab geht der Fisch. So, natürlich spiele ich wieder mit Hunter. Doch, da ist er wieder, der Ladebildschirm. Und wie immer für euch die Chance, den Abonnieren- bzw. Follow-Button zu vergewaltigen, je nachdem, ob ihr das hier auf YouTube oder auf Vidme seht. Wenn ihr mehr von meinen Videos sehen wollt. Und jetzt geht's direkt ins Spiel. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie Western Conference Final. Hinspiel. Gleich geht's los. Das dürfte spannend werden. Absolut. Zwei Teams, die große Ziele haben, die weit kommen wollen. Und da ist es natürlich wichtig, gut reinzukommen in dieses Finale. Na gut, mehr haben sie nicht zu erzählen, wie es aussieht, dann spielen wir das ganze Gedöns mal. Die Los Angeles Galaxy sind natürlich richtig stolz auf das StubHub Center, aber dieses kleine, aber feine Schmuckkästchen im Süden von L.A., das ist auch eine sehr vielseitige Arena. Ja, Konzerte finden hier regelmäßig statt, Football, Tennis, Boxen, Leichtathletik. Gibt fast nichts, was hier nicht schon stattgefunden hätte. Oh. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber, werfen wir einen kurzen Blick drauf. Schauen wir uns ihre Formation heute an. Also auf dem Papier wird es ein 4-4-2 mit hängender Spitze sein. Wir warten mal ab, wie sie sich da offensichtlich präsentieren. Ja, der war noch drin. Jawohl. Das erste Tor in diesem Hinspiel. Die Galaxy liegen vorne. Setzen direkt mal ein Zeichen. Die wollen gar nichts dem Zufall überlassen. Die wollen das Heft in der eigenen Hand halten. Fast geht der doch nicht ins Tor. Das war Zentimetersache. Ja, hätte genauso gut von der Latte zurückfallen können. Schöne Ding. Hier nochmal dieser Treffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jones. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Hunter. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, fuck. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Der Ball ist im Aus. Das gibt Einwurf. Sehr schön. Jones. Alles wieder wegen Position. Jones. Das könnte die Chance werden. Dos Santos. Und? Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Oh ja, doch, der war doch mehr deutlich, als ich dachte. Also quasi deutlicher. Höhen geholt. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Ja, das ist vielleicht die Chance. Der ist weg. Einwurf. Laba. Und da ist der Ball wieder weg. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Nee, der ist auch weg. Oh. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Komm! Ja! Boateng!
Und der nächste Treffer für die Galaxy läuft für die Männer aus L.A. Ja, kann man sagen, Wolf. Und blicken wir in die Gesichter der Spieler, der Fans, das ist Zuversicht pur. Der knallt nicht einfach wild drauf, sondern spielt den Ball klug mit dem Innenriss. Genau die richtige Entscheidung, sehr überlegt gemacht. Sehr, sehr schön. Manuel Boateng, 24. Minute. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Zahl ist jetzt. Ashley Cole. Boateng. Los Angeles über außen. So, was machen sie draus? Und Hunter. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Gute Aktion. Hallo, Boateng. Das ist jetzt aber vorteilig. Ach du Scheiße, ja, Freistoß, jeha. Oh. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Wenig, Wolf? Nix, gar nix. Und das war auch nix. Wenn keine Freistöße, das ist unglaublich. Und holt ihn euch. Oh, nö. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Hat nicht für Abschluss gereicht. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Ecke kommt rein. Oh, Ball nee, ist beim nicht. Gegner. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ashley Cole. Und Hunter. Oh. Parker. Jones. Alessandrini. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Da ist die Flanke. Guter Pass. Der Ball an den Posten. Und das ist der Treffer. Der Treffer hier aus kurzer Distanz, das ist dann am Ende kein Problem für ihn. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Schön, schön, schön. Wunderbar anzusehen, wirklich. Das sah dann, sehr dann einstudiert aus. Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein und dann ein toller Abschluss. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Oh fuck, Drecksding. Falsche Taste gedrückt, ich Idiot. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. Ja, natürlich 3 Minuten. Jones. Jones. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schöner Pass. Ach. Ja, das war so wichtig. Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können. Wie hast du die erste Halbzeit, Hälfte gesehen, Buschi? Gute Leistung von Galaxy bislang. Führung zur Pause. Ich glaube, so kann es weitergehen. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Kann man wohl so sagen. So, dann... Was haben wir denn hier? 61% Ballbesitz. Okay, 6 Schüsse, davon 2 aufs Tor. Passgenauigkeit 91%. Gut. Liest sich nicht schlecht. Ja, der Trainer ist auch mal wieder voll des Lobes. Yippie-yay-yay. 15 Torvorlagen. Oh. So, die zweite Hälfte kann losgehen. In diesem Halbfinale. Ich hoffe, das wird jetzt noch ein hochklassiger zweiter Abschnitt. Er spielt ihn zurück. Ah, der kommt doch nicht an. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und Alex. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht.
Oh, das kann auch nicht sein. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Ach nee. Da ist die Flanke. Mann. Na gut, waren beide, glaube ich, mit links, ne? Von daher, naja. Trotzdem so ein bisschen ärgerlich. Und jetzt wird es Einwurf geben. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Ach, er ist schon wieder raus, wie kommt's? Und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Gut. Parker. Jetzt Alexander. Lauf doch in ihm. Oh, was willst du denn? Was läufst du denn neben mir her? Tja, mach den! Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. So, es ist soweit. Der Trainer hätte ich auch gleich eine, hätte ich auch direkt in der Mitte ziehen können. Leistung war die Auswechslung absehbar. Ja, haben wir. Erzielt die zwei Tore. Also, ja. Da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Muss ich mich noch ein bisschen anstrengen. Jetzt der Eckball. Da können sie erstmal klären. Ah, ja. Oh, ach, jetzt nimmt er den noch. Okay. Da steht die Abwehr sicher. Chani. Laba. Ah. Watson. Ah. Jetzt zu spät, geht verdammt. Gut dazwischen, weg ist der Ball. Ja, er wartet nicht nur vorne auf den Ball, sehr aktiv. Das könnte gefährlich werden. Nein. Das macht er gut. Oh, fuck. Und er schießt. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Jonathan dos Santos. Guter Pass. Das könnte Chance sein. Ja. Achtung. Jawohl. Was für ein Tor, Buschi. Da hat wirklich alles gestimmt. Die Damm. Er reingehen wird. Technisch perfekt brillant. Das Ding war Millimetersache. Der Ball geht vorm Innenpfosten rein. Und da gehört dämliches Bein dazwischen. Dazu, das kann man nicht anders sagen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal ein aus einer anderen noch. Perspektive an. Ja, da habe ich auch die Trainervorgaben erfüllt. Klasse Leistung jetzt heute. Raus und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Laba. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Alessandrini. Dos Santos. War das zu spät? Das könnte die gute Chance. Nee. Sauber. Phänomenal. Ohne Worte. Der war unhaltbar. Einfach sehr gut kurz platziert. Angst, dass der Abseits war. Klasse herausgespielt und dann lässt er sich die Chance natürlich nicht nehmen. Die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Jawohl. Wir kommen weiter. Wechsel bei LA. Gegen Diallo. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Williams. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Wird das eine Torchance? Da kommt der Pass auf außen. Ach, und jetzt ein Schuss. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Das gibt Einwurf. Die wechseln jetzt muss auch. Runter, folgerichtig, würde ich sagen. Schere, Schiere raus, warum gegen Teixeira? Angesichts dieser Leistung war klar, dass der Trainer irgendwann reagieren muss. Parker. Williams. Und den spielt er gleich wieder zurück. Oh. Klasse Zuspiel. Und jetzt die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Oh. Na gut, unserer.
Es gibt Einwurf für LA. Und es bleiben noch 5 Minuten. Giovanni dos Santos. Klasse Pass. Jetzt müssen sie aufpassen. Da können sie erstmal klären. Lava. Warum tut man euch? Ich brauche noch ein Tor mit Alex. Nachspielzeit. Wo geht er dahin? 3 Minuten. Flagge kommt zu hoch, das war nix. Giovanni am Ball. Schönes Zuspiel. Jetzt wieder. Jaha. Tor, Alexander. Oh, da ist die zweite Bude. Der knallt nicht einfach wild drauf, sondern spielt den Ball klug mit dem Innenriss. Genau die richtige Entscheidung. Sehr überlegt gemacht. Sauber. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Ja, so gut wie, die ist gelaufen. Ist schon Nachspielzeit? Na, sogar schon Feierabend. Schlusspfiff, das war's. Die Galaxy gewinnen dieses Hinspiel. Und sie dürfen sich berechtigte Hoffnungen aufs Weiterkommen machen. Das sah heute gut aus. Und jetzt gehen sie mit diesem Vorteil ins Rückspiel. Sie dürfen sich nur nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern müssen konzentriert weiterarbeiten. Ja, so, das sollte ja alles genau geklappt haben. Sehr, sehr schön. Du mach weiter. Wenn du bereit bist, FIFA. Aha. Sag mal. Hallo, weiter. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte es doch schon zweimal auf Halbprofi mal nicht gestellt, ne? Ach, jetzt ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Du triffst in dieser Saison einfach zu selten. Willst du mich verscheißern? Bei mir steht jetzt Alex Hunter von den LA Galaxy, der heute sensationell gespielt hat. Alex, Sie haben Ihren Kollegen mit Ihren Pässen immer wieder tolle Chancen ermöglicht. Na recht. Vielen Dank für das Kompliment. Aber das Entscheidende an meinen Pässen war, dass meine Teamkollegen sie verwandelten. Ihnen gebührt das Lob. Das hören die Kollegen sicher gerne. Egal, ob ich treffe oder Vorlagen gebe. Mir gefällt's. Vielen Dank, Alex. Tolles Interview. Hartelf-Bonus haben wir. War mal Torschützen-Bonus. Follower haben wir wieder hier noch gekriegt. Hier irgendwas. Ah, Schießen ist gestiegen. Jawohl. Ober. Ach ne, das reicht noch lange nicht. Gut, dann weiter im Text. Na gut, und auch wieder keine Zwischensequenz. Das heißt, der Part ist hier erstmal wieder vorbei. Ich hoffe, wie immer, euch hat's gefallen. Falls ja, würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, beziehungsweise auch mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert am besten meinen Kanal. Wie gesagt, entweder auf YouTube oder auf Vidme. Da lade ich ja auch die Videos hoch. Dann kriegt ihr nämlich auch Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Oder im Fall von YouTube auch, wenn ich meinen Livestream starte. In diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.